Supi. Hallo Mobiflip. Charles und ich sind hier wieder, um euch die Highlights der 24. Kalenderwoche vorzustellen. Und ich bin vor allem dafür da, um die Videoqualität dieses Videos zu retten. Olli strahlte, also ich hoffe, ihr habt Olli durch die ganzen Pixel letzte Woche erkannt. Es war Olli. Ich habe das letzte Video ungefähr, also ich habe das angemacht, 3 Sekunden geguckt und habe es dann ausgeschaltet. Ja, was soll ich sagen? Ja. Jetzt haben wir zumindest mal Hangouts on Air ausprobiert und festgestellt, das nächste Mal machen wir das frühestens zur IFA dann wieder live aus der MobiFlip-WG. Charles und ich sehen uns ja nächste Woche Donnerstag, das ist noch ein bisschen früh für einen Wochenrückblick. Ach, stimmt. Insofern werden wir uns da dann wahrscheinlich erst wieder auch am Wochenende gegenseitig filmen. Vielleicht finden wir hier irgendwas anderes, was wir machen können. Wenn wir uns schon mal sehen. Uns gegenseitig föhnen. Uns gegenseitig föhnen? Filmen. Ach so, filmen, ach so. Excuse my French. Ja. So, aber weil die Sonne scheint und es Freitagabend ist und Charles eigentlich nur noch in die Horizontale möchte. Ich bin zu am Eimer. Fangen wir direkt an mit Platz Nummer 10. Danke. Nämlich dem Apple WWDC 2015 Top oder Flop. Deine Meinung? Mittelmaß. Würde ich auch sagen. Also es waren wenige wirklich großartige, herausragende Punkte, aber viele kleine, wichtige. Wer wirklich was Revolutionäres erwartet hat für diese WWDC, der wird schon seit Jahren enttäuscht. Ja. Der kann aufhören, sich das jedes Jahr zu erhoffen. Das ist einfach nicht mehr realistisch im Jahr 2015. Das ist eine Entwicklerkonferenz, wo Software-Features vorgestellt werden, Optimierungen und derlei Sachen, aber keine große neue Hardware. Die kommt im Herbst. Man hatte ja im Vorfeld auf einen neuen Apple TV spekuliert. Oder zumindest, dass der Apple TV Apps bekommt oder ähnliches. Gab's alles nicht. Apple TV, ja. Wobei wohl in den Notizen zu den Entwicklerversionen jetzt auch drin ist, dass man bis zu 100 Apple TVs hinzufügen kann. Wow. Als Entwickler-Devices. Also da werden Apps wohl definitiv kommen. Die Frage ist nur, wann. Ja, im Herbst dann. Würde ich fast vermuten. Neues iOS, neues macOS wie gehabt, neues WatchOS. Das heißt OS X, nicht macOS. Ja, also iOS 9, also ich fand iOS 9 vor allem in Bezug aufs iPad ganz cool. Mit Split View. Genau. Das, was halt Windows 8, sagen wir mal so, schon länger bot oder nie so richtig hingekommen hat, finde ich. Was wir mit Windows 10 gut machen werden, was iOS jetzt auch bekommt, das wird ganz cool. Das wünschen sich ja schon viele iOS-Nutzer, seitdem es die ersten Galaxy-Tab-Dinger gab, die auch dieses Multiview-Ding können. Ja. Das ist ganz nett. Ansonsten, OS X finde ich super, Fenstermanagement, man kann endlich Fenster mit dem Mauszeiger maximieren, indem man sie oben andocken lässt oder in die Seiten oder sowas auch immer. Das ist ganz geil. Ja. Endlich nach viel zu vielen Jahren. Ich weiß nicht, hatte mein Windows 7 das nicht auch schon? Windows 7 hatte das bereits, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Windows Vista bereits hatte. Das habe ich nie genutzt, um Gottes Willen. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall hat Windows das halt schon sehr, sehr lange und unter OS X braucht man dafür schon immer Drittanbieter-Tools. Zum Beispiel gibt es ein Tool, das Magnet heißt, das relativ neu ist, das ziemlich gut funktioniert und jetzt aber ist es endlich dann nativ drin ab. El Capitan. Da freue ich mich drauf. Weil so navigiere ich den ganzen Tag durch mein System, indem ich mit dem Maus Fenster hin und her schiebe und maximiere. Auf einem Ultra-Wide-Monitor? Hin und wieder mal. Wenn ich Bock drauf habe. Weißt du, ich wechsle wöchentlich meinen normalen 24-Zoll-Monitor aus gegen einen 29-Zoll-Ultra-Wide. So, weißt du, ich hab's ja. Wenn ihr einen 29-Zoll Ultra-Wide-Monitor haben wollt, könnt ihr den bis Montag, 15. Juni noch bei uns im Blog gewinnen. Das ist nämlich euer Top-9-Thema, das Gewinnspiel zum
LG 34 UM67 und LG 29 UM67 Ultra-Wide-Monitoren. Ich verstehe bis heute nicht, wieso LG diese beknackte Nomenklatur fahren muss mit den Bezeichnungen. Das sind zwei nette Gaming-Monitore, 21:9 mit AMD FreeSync und einem Schnickschnack. Gaming-Modes und Pipapo. Ich habe hier gerade auch einen bei mir stehen. Auf Platz Nummer 8 ist iOS 9. Hatten wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Genau. Deine Top-Features für iOS 9? Boah. Also die Sachen, die ich unter iOS benutze, sind nicht die Sachen, die Apple angegangen hat. Hm. Zum Beispiel Siri benutze ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ich benutze auch Google Now nicht. Oder was auch immer. Apple Pay gibt es nicht. Hier in Deutschland. Passbook oder wie es jetzt in Zukunft heißen wird. Wallet, glaube ich. Ist ganz cool für den Flughafen, aber trotzdem nutzt man halt einmal im Jahr, zweimal im Jahr, also ich jetzt persönlich. Was gibt's jetzt, was gab's noch Großartiges? Energiesparmodus? Energiesparmodus, ja, also dass der Akku halt länger halten wird, das ist ganz nett, das ist natürlich immer gern gesehen, klar. News-App sieht ganz geil aus vom Layout her, aber es gibt halt schon genügend Alternativen, da ist jetzt die Frage, inwiefern ist halt der Mehrwert geboten gegenüber den Drittanbieter News-Apps. Und Services, ja. Ja. Und Safari unterstützt Erweiterungen. Anscheinend auch Adblocker. Stimmt, ja. Meine geliebten Adblocker. Wow. Toll. Ja, ein ähnliches Update, wie es Android M jetzt auch ist. Ja, das ist halt Feintuning wie Android M, genau. Wie gesagt, ne? Also. Die Basis stand bereits im Grunde genommen mit iOS 7. Das wurde mit iOS 8 stark verbessert. Und mit iOS 9 werden dann die letzten Kinken jetzt nochmal verbessert. Und dann schauen wir mal, was mit iOS 10 kommt. Zusammenführung mit macOS. Boah, ich hoffe es nicht. OS, Entschuldigung. Dann geht das Ganze die Microsoft, dann geht das Ganze die Windows 8 Schiene runter. Boah. Ich bin kein Fan davon. Ich bin kein Fan von einer gemeinsamen Basis für alle Systeme. Bin ich ganz ehrlich. Muss ich nicht haben. Also so wie OS X momentan funktioniert, ist es super. So wie iOS momentan funktioniert, ist es super. Mei. Nun gut. Auf dem nächsten, nämlich siebten Platz, das Lumia 940 XL und der Iris-Scanner. Wie praktisch ist das? Ich würde behaupten, nicht sehr praktisch. Denn Alternativen wären ja zum Beispiel ganz grundsätzlich runterswipen ohne irgendwelchen Lock oder Passcode, also PIN oder so ein Swipe-Muster, ne? Im Grunde genommen. Zum Entsperren des Gerätes, sagen wir mal. Ne? Ja, ja. So, und die PIN hast du irgendwann blitzschnell eingegeben mit nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, genauso wie das Sperrmuster. Vom normalen Runterziehen ganz zu schweigen, aber Iris-Scanner, bis du den A richtig positioniert hast, dass es halt irgendwie passt mit der Entfernung und B, dass es auch schnell erkannt und ausgeführt wird. Da habe ich meinen Zweifel. Kannst du vergessen. Genau. Das wird die 4-5 Sekunden dauern und ganz ehrlich, dann bin ich da. Also ich habe einen so schwachen Arm, dann mache ich schon den hier. Ne? Und wo du ja auch so ein extrem geduldiger Mensch bist. Genau. Bin sehr geduldig in letzter Zeit. So dass ich das Handy nur zur Seite legen, anstatt gegen die Wand werfen würde. Aber, also, ich fand es auch irgendwie Face Detection bei Android irgendwie nie wirklich wichtig. Mein letztes Erlebnis mit Face Detection war beim Dell XPS 13. Da gibt es so eine Utility, womit man das nachrüsten kann beim Anmeldebildschirm unter Windows 8, 8 und 1. Mhm. Und das funktioniert dadurch, dass die Webcam, also die Frontkamera, unten links angebracht ist am XPS 13, funktioniert das so unglaublich schlecht. Es ist so mies ohne Ende. Und es gibt Besseres. Kann man. Und gleichzeitig auch Sichereres. Ja. Kann man, denke ich, als Spielerei abhaken. Genau. Gehen wir nochmal einen Platz weiter. Platz Nummer 6. Genau. Samsung Galaxy S6 Active offiziell vorgestellt. Nachdem man Ist so,
Und es ist so hässlich wie sonst hässlich. Es ist so hässlich wie die Nacht, ey. Aber das ist ja auch das Ding, es muss ja nicht schön sein, es muss halten. Es ist eine faule Ausrede. Es ist naja, ein im Grunde genommen, da, die Dinger, ey, ganz ehrlich, die Dinger sind für den Business-Einsatz ausgelegt, für den Outdoor-Einsatz im Business, also Außendienstmitarbeiter und all so ein Zeugs. Und bei uns in der Firma haben wir jetzt seit ein paar Monaten Galaxy Tab Actives, also die hat, also das als Tablet, als 8 Zoll Tablet. Ja. Und davor hatten wir Galaxy Note 8.0 Tablets. Und die Galaxy Tab Actives bereiten uns sehr viel weniger Schwierigkeiten im Bereich Beständigkeit und ja, die halten einfach mehr aus und länger. Also, und du hast einfach als IT-Department, als IT-Abteilung viel weniger Schwierigkeiten damit im längeren Zeitfenster, weil die halt einfach länger halten. Ist ja alles schön und gut. Aber was soll diese Tarnrückseite? Das ist der verzweifelte Versuch von Samsung, doch irgendwie Design und Outdoor-Beständigkeit zueinander zu bringen. Fällt es dir mit dem Display nach unten in den Schnee und du findest es nicht wieder? Ja, nein. Das ist doch auch ganz nett. Das könnten auch Teile eines QR-Codes sein. Und wenn man 5 von diesen Geräten zusammenlegt, dann schaltet man... Dann hast du einen Abhörchip zusammen. Aber nur ein. Ist der Akku eigentlich austauschbar beim Active? Was? Ist der Akku beim Active auch austauschbar? Damit ich stark davon aus. Damit du den Abhörchip da abkratzen kannst. Oh Gott. Ich hab den Glauben an die Menschheit verloren mittlerweile, echt. Ist vielleicht nächste Woche Top-Thema. Da, Klaus, schau mal, da ist ein Chip unter dem Akku. Da, guck mal, Abhörchip. Ja, nimm mal den ganzen Akkudeckel ab, dann kommen da noch ganz viel mehr Chips. Boah, ey. Ja, auch als Abhörchips, als abkratzen. Alles. Sonst nicht mehr funktioniert. Gehen wir bitte weiter, bevor ich mich doch anfange aufzuregen, weil das möchte ich nicht an einem Freitag. Ja, viel Spaß, wo wir gerade jetzt schon bei NFC waren. Platz Nummer 5, bargeldlos bezahlen in Deutschland. Eine Übersicht. Vom lieben René, der das alles mal ein bisschen zusammengefasst hat. Jo. Recht verständlich, wie ich finde, auch recht übersichtlich. Kann man sich mal durchlesen, wie der aktuelle Stand ist, was wo akzeptiert ist oder wie gewisse Technologien in Deutschland akzeptiert sind. Oder eben auch nicht. Empfehlen wir euch. Es ist halt schwierig in Deutschland irgendwie was anderes als eine harmlose Girocard oder mittlerweile halt auch Maestro VPay einzusetzen. Ja. Glaube ich, ja. Aber weißt du, was ganz einfach ist? Bargeld. Einen Witz über WhatsApp machen. Ach ja, du hast es eilig. Entschuldigung. Ja, auf Platz 4. WhatsApp bringt erweiterten Funktionsumfang für WhatsApp zurück. Ja, wenn ihr WhatsApp benutzt oder WhatsApp Plus benutzt habt, hieß das glaube ich früher, bevor es gesperrt wurde seitens der WhatsApp-Entwickler, da habt ihr wieder was. Bis es auch das gesperrt wird irgendwann. Die Entwickler behaupten ja, man kann es, dass es nicht möglich wäre, WhatsApp zu sperren, aber. Das will ich sehen. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Ja, Dito. Ich glaube, das bekommen sogar die unfähigen Entwickler von WhatsApp hin, die sonst nichts können. Das heißt schon einiges. Aber wie gesagt, bis es gesperrt wird, viel Spaß. Platz 3, Apple Music offiziell vorgestellt, auch auf der WWDC. Das ist ehrlich eilig heute. Ja, genau. Was hältst du von Apple Music? Ich werde weiter Spotify nutzen. Auch wenn sie Taylor Swift nicht haben. Ja, du siehst echt aus wie so ein Taylor Swift-Fanboy, muss ich sagen. Dabei, also die ganzen Poster an deiner Wand, in deinem Kinderzimmer, wo du ja auch noch zu Hause wohnst. Ja.
Also das, was ihr hier immer im Hintergrund seht und so auf diesen Videos, Genau. das ist ein Zimmer von einem Freund. Naja, also ich. Vollkommen egal. Also, Apple Music kann einiges. Also im Prinzip alles, was die dahergelaufenen anderen Streaming-Dienste auch können, hat Zugriff auf, ich meine, nahezu oder auf die komplette iTunes-Bibliothek, inklusive allen Künstlern und so, die es da gibt. Gibt dieses komische Connect-Feature, was im Prinzip nur ein weiterer Newsfeed von eurem Lieblingskünstler ist, wo ihr dann rumfangirlen könnt. Und sonst? Und sonst BBC, BBC sage ich schon. Beats Radio. Beats One heißt der Sender, glaube ich dann. Beats One, genau. Kuratierte Radiosender, Das finde, also 24/7. es gibt, also das finde ich wirklich super geil, Beats One, weil Zane Lowe da DJ sein wird und den ich vergötter. Bester Okay. DJ unserer Generation. Ist wirklich so. Okay. Ansonsten, ja, das Connect-Feature ist ganz cool. Also für die Überfans und für die 12-jährigen Fangirls oder Fanboys ist das super. Weil ich guck dir alleine mal an, wie die Jugendlichen heute ihre YouTube-Stars vergöttern. Ja? Das ist bei Musikern nicht anders. Aber Charles, Und das nennt sich du bist Userbindung. doch auch jetzt vergötterter YouTube-Star. Ich bin ein Schreihals, kein YouTube-Star, habe ich dir schon mal gesagt. Gleich schreie ich an. Aber wie auch immer, also ist das ist halt Userbindung auf allen Niveaus, weil Fans immer irgendwo Nähe zu ihren Stars suchen und das gibt ihnen diese, in Anführungszeichen, Nähe. Das, auf was halt kein anderer Streamingdienst momentan so macht. Nicht so wirklich. Das eigentliche Streaming ist halt ganz normal Streaming, so wie man es kennt, ne? Unspektakulär im Grunde genommen. Aber die Features drumherum, die sind ganz cool. Und 3 Monate könnt ihr es kostenlos ausprobieren. Es gibt ein Familienpaket für 15 Dollar pro Monat bei Auch maximal super. 6 Usern pro Account dann. Ja, ist großartig. Also Das ist super. Da wird es bestimmt auch viele Fake-Familien geben, die sich da plötzlich zusammenfinden. bist Aber du ja. meine Und Mutter? es wird für Android kommen. Und für Windows gibt es auch eine Ja. entsprechende Version. Bin gespannt auf, wie es unter Android aussehen wird. Oder wie es unter Android generell funktionieren wird. Weil eigentlich können sie sich da nicht irgendwie einen großen Fail leisten. Aber Apple ist ja, also ist ja bekannt dafür, dass sie auf alternativen Systemen oder anderen Systemen, die nicht zu Apple gehören, nicht so viel Wert legen. Stichwort Safari unter Windows zum Beispiel. iTunes unter Windows? Auch das. Ja, eigentlich alles, was Apple für nicht OS X, nicht iOS entwickelt, ist irgendwie Crap. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Platz. Weil, denke ich, zu Apple Ja. Music ist soweit jetzt erstmal alles gesagt. Glaube ich auch. Und der zweite Platz ist das Unboxing der Iron Man Edition des Samsung Galaxy S6 Edge. Hatten wir vorher schon darüber gesprochen, dass die Iron Man Edition eigentlich total, also eigentlich recht cool ausschaut, bis auf diesen hässlichen Helm auf der Rückseite. Jo. Und der hässliche Helm ist hässlich. Also wirklich richtig Also ich muss hässlich. echt sagen, dass die Farbkombination hat was. Also ich finde das geil, dieses Golden-Rot Ja, so. Aber aber. dieser diese beknackte Helm auf der Rückseite. Zumal ich ja nicht mal Marvel-Fan bin. Naja, Naja. Ach also ja, schaut euch die so ist es Videos halt, ruhig ne? an. Ganz nett zu sehen, wie die Packung so aussieht. Was allerdings in den Kommentaren bei uns, glaube ich, auch bemängelt wurde. Und genau, Andreas schreibt, hochgradig lächerlich, dass das Ladekabel und Ladegerät und Headphones weiß sind. Das ist schade. Ja. Tja. Ja. Ist dann eben so. Und auf Platz 1 ein
Ein für mich sehr überraschendes Thema, dass das tatsächlich euer beliebtestes Thema der gesamten Woche bisher ist, zumal es erst vorgestern veröffentlicht wurde. Und zwar DVB-T2 in HD, bis zu 60 Kanäle, aber nicht alle kostenlos. Und da kann ich mich jetzt zurücklehnen, denn DVB-T oder Fernsehen allgemein interessiert mich null. Ist das entspannend. Erzähl mal! Ja, 2016 wird von DVB-T auf DVB-T2 anscheinend umgeschaltet, nachdem vor Jahren schon alle neue Receiver brauchten, weil das analoge terrestrische Fernsehen abgeschaltet wurde, schalten sie jetzt auch noch das andere digitale terrestrische Fernsehen ab. Und zwar damit die Frequenzen frei werden für das schnelle Internet auf der Datenautobahn, das unser Verkehrsminister ausbauen will. Auf der zwölfspurigen Datenautobahn. Hast du das gelesen? Wie heißt nochmal unser Internetbeauftragter in Brüssel? Ach so, Oettinger? Ja, genau. Der hatte ich glaube gestern oder sowas, habe ich bei Heise einen Artikel gelesen, wo er irgendwas meinte von: Wir brauchen eine zwölfspurige Datenautobahn. Okay, ich sehe zu, Total dass geil. ich hier jetzt vielleicht ein paar Routerkabel zusammengesteckt kriege. Hat er gesagt, ob parallel oder seriell? Also, naja, zwölfspurig, ja klar. Das sind Begriffe, die über sein hinausgehen. Über sein Verständnis für Datenautobahnen. Ja. Neu bei DVB-T2 ist halt HD-Empfang. Darf ich übrigens auch nochmal einen weiteren Satz von Herrn Oettinger rezitieren? Gerne. Weit wichtiger als die Umgehungsstraße ist die digitale Infrastruktur. Hä? Wer? Also ich warte schon mein ganzes Leben auf die Nordumgehung in Wunsdorf. Da kann ich wahrscheinlich auch noch weitere 20 Jahre warten. Dieser Typ ist so eine krasse Fehlbesetzung, wie eigentlich alle da oben. Da habe ich wahrscheinlich vorher schnelles Internet. Jedenfalls unterstützt DVB-T2 8K. Wow. Yay. Das war Funk. Wow. Und Entschuldigung. Sender können verschlüsselt werden. Das heißt, die Was Pri Privatsender auch gut nutzen werden Ja, wahrscheinlich. um zumindest ihre HD-Inhalte dann halt gebührenpflichtig zu machen. Richtig. Und parallel zur Fußball-Europameisterschaft im Juli 2016 wird DVB-T2 halt in den ersten Regionen gelauncht. Und bis 2019 soll es dann abgeschlossen sein mit dem Ausbau. Und dazwischen könnt ihr parallel DVB-T und DVB-T2 empfangen. Für so Massensport-Events ist das tatsächlich eigentlich immer eine ganz nette Geschichte gewesen, ne, so einen kleinen Taschenfernseher mit einer Antenne zu haben. Ja, ganz ehrlich, also ich habe dafür immer, also ich habe früher Magin genutzt, bis dieser Dienst komplett unbrauchbar wurde durch den Beta-Webplayer. Jetzt bin ich bei Saturn, irgendwie, ich gucke halt sehr selten Fernsehen, nur wenn Fußball läuft. Dann kaufe ich mir für 1,59 gerade mal einen Tag Saturn in HD. Fertig. Kostet alles Datenvolumen. Ja, ich gucke aber auch nicht unterwegs Fernsehen. Da sind wir wieder bei Zielgruppe, ne? Für die Zielgruppe, die unterwegs Fernsehen guckt, weil die U-Bahn sonst zu langweilig ist oder das Netz in der U-Bahn weg ist oder man in der U-Bahn einfach Fußball gucken will. Das ist doch super. Vielleicht. Kann sein. Also, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann bin ich entweder am Arbeiten, Musik hören oder bin betrunken. Also, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Fernsehen gucken zu wollen in der U-Bahn. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe. Genau.
Nun ja. Apropos Zielgruppe, das waren die Top 10 für diese Woche. Ich hoffe, unserer Zielgruppe, nämlich euch, hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann Daumen hoch. Abo habt ihr bestimmt schon dagelassen, wenn es euch bisher gefallen hat. Weil, Ja, unten glaube sagen ich. wir ehrlich, hier geht das ja jede Woche so ab. Diese Woche auch zum Glück wieder in hochauflösender Qualität. Nächste Woche hoffentlich auch. In hochauflösendem 720p. Wobei letzte Woche hätte ja wahrscheinlich auch 144p gereicht. Das ist ja aus gleich hier hinausgelaufen. Oh Mann. Letzte Woche hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn ich hier ein bisschen auf die Buschtrommeln gehauen hätte und das per Datenkoppler, Akustikkoppler in die Welt übertragen hätte an alle. Ich habe nicht nachgesehen, aber wahrscheinlich so 150 Leute, die das Video von letzter Woche gesehen haben. Wenn ich mal nicht da bin, geht alles im Bach runter. Nicht alles. Doch. Doch, alles. Und damit Auf wünschen wir Wiedersehen. euch noch einen schönen Sonntag. Genießt die Sonne, wo sie scheint und wo nicht, genießt den Regen. Sanft, Ab heute regnet das, ha. sanfte Tja. Sommerregen haben ja auch etwas für sich. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Haut rein.